Du produzierst weißer Geschirr. Bier ist okay. Schuhe sind auch einigermaßen okay. Holzwerkzeug ist fertig. Goldschmiede ist fertig. Ich hätte sie vielleicht gerade verkehrt rumbauen sollen, aber egal. Möbelwerkstatt ist okay. Ich habe eine bessere Idee. Du bist Träger. Du machst mal die Speerwerkstatt bitte leer. So, du machst nochmal neuen Geschirr. Ja, sehr schön. Genau das will ich von dir. Schwupp. Kannst trainiert werden, das ist auch gut. Du lieferst denen das Holz, das wir so brauchen. Ihr fangt an, die Schmelzen voll zu packen. Ja, hol Nahrung. Ich muss wirklich aufpassen, dass sie nicht zu nah an die Siedlung der Indianer gehen. Du holst die Speere ab, das finde ich gut. Irgendwas läuft hier gerade falsch, oder? Ralf, wo arbeitest du? In der Bäckerei, okay. Snowy hingegen arbeitet immer noch im Hauptlager, wobei er schon längst hier arbeitet. Oh. Ja, ich bin doof. Gebe ich gut und gerne zu, dass ich manchmal ein bisschen doof bin. So, Wunschmenge Bier. Machen wir mal 50. Nahrung stehen wir auch auf 50. Und hoffen einfach mal, dass unser Bäcker langsam das Lager füllt. Tempel wird gebaut, das ist okay. Holz kommt rein. Für Nahrung ist gesorgt fürs Erste. Du brauchst eigentlich nicht das Bier holen. Ich habe eigentlich eher gehofft, dass du die Speere hier holst, wenn ich dich schon auf den Speermacher ansetze.
fand keine Schuhe, die sind da unten. Aus. Böse. Jawohl, er holt den letzten Speer. Das heißt, ich kann die Speermacherei gleich einreißen. Oh, Holsteinweizen. Das ist sehr gut, weil das brauche ich gleich, um die Bogenmacherei hier hinzusetzen. Tempel ist fertig. Steinmetzzelt steht schon lange leer. Du Goldschmied, du Eisenschmelzer. Du machst jetzt erstmal wieder dem Sammler. Okay, werden schon Pilze hier oben eingelagert? Ja, werden sie. Er transportiert einen Pilz. So, Druide. Stell mal ruhig Öl her, bis du keine Pilze mehr hast. Oh, und du? Du hilfst wieder deinem Bierbrauer. Ich hoffe echt mal, dass niemand das Geschirr da einfach herumliegen lässt. Du brauchst Möbel, ja. So, sieht doch alles schon mal ganz gut aus. Habe ich überhaupt Bauaufträge gerade? Statistik. Gebäudeliste. Nö. Sieht gerade nicht danach aus, als ob meine beiden Bauarbeiter was zu tun hätten. Also, ein Zweifamilienhaus. Hierhin und eine Kaserne. Dahin. Das ist ja immer noch weit genug weg, beides. Aber wir haben hier immer noch genug Platz für die anderen Gebäude. So, du füllst den Bogenschnitzer langsam. Du bringst immer noch Leder und Nahrung, das ist gut. Du kannst trainiert werden. Das erste Öl wird produziert, das erste Öl brennt sogar schon.
Tipps und Tricks. Was? Tempel. Zum Beginn einer Mission ist der einzige Ort, an dem Wikinger beten können, das Hauptlager. Da aber Arbeiter in höherrangigen Berufe von Zeit zu Zeit beten müssen, empfiehlt sich später der Bau eines Tempels und der Einsatz eines Druiden. Ja. Du hast Druide erfunden. Mach mal schön weiter mit den Pilzen. Also ja, dieses Mal halte ich die wichtigsten Transportwege recht kurz. Und da es in unserer Siedlung bis auf die Waffenproduktion läuft, ja eigentlich schon. Oh, du kannst jetzt wieder Steinmetzarbeiten machen. Und du machst erstmal hier neue Möbel, da die langsam weniger werden. So, Goldschmied ist erlernt, das ist gut. Du brauchst noch eine Runde. Kaserne wird gebaut, okay. Gut, wir haben dich fertig. Jetzt kommt die große Wahrheit. Wo was hingebaut wird. Okay, Werkzeugschmiede passt. Rüstungsschmiede passt. Waffen, also Schwertschmiede, passt. Perfekt. Das sind unsere letzten drei wichtigen Gebäude. So, du machst uns jetzt einfach Bögen. Mir fällt gerade irgendwie so auf, wir haben dieses Mal nur ein Dreifamilienhaus. Das heißt, wir brauchen noch zwei Frauen. Eine, die hier mit einzieht, eine, die hier einzieht. Und Männer brauchen wir auch drei Stück. Eins. Zwei. Drei. Noch sind wir recht sicher, so wie es aussieht. So, es ist gut, dass du das Leder eingesackt hast, was hier einfach nur rumlag. Geschirr haben wir noch genug. Er braucht Gesellschaft. Ah. Ja, mit irgendeiner Frau quatschen. So, du kannst trainiert werden.